So Leute, jetzt habt ihr mal einen Spielabsturz mitgekriegt und ich habe gerade gesehen, dass er das Spiel nicht gespeichert hat. Das heißt, wir dürfen jetzt alles nochmal neu machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Was mache ich denn hier? Wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Genau. Weil wir waren ja eben im Waffenladen und haben den Leuten im Sexgeschäft Angst gemacht. So, jetzt ist unser Auto gleich kaputt. Nämlich genau jetzt. Gut, dann nehmen wir halt das Auto hinter uns. Entschuldigung, dürfen wir mal? Dankeschön. Mensch, jetzt nerven mich aber die Rockler hier. Kann ich da nicht mal was umstellen? Grafik. Machen wir das Ganze mal auf Mittel. Oder das auf Hoch. Qualität, Schatten, Mittel, Nachtschatten aus. Ja, lassen wir das Ganze mal so. Nein, ich würde die gern übernehmen. So Leute, jetzt habt ihr mal einen Spielabsturz mitgekriegt und ich habe gerade gesehen, dass er das Spiel nicht gespeichert hat. Das heißt, wir dürfen jetzt alles nochmal neu machen und deshalb werden wir das jetzt ganz schnell einfach machen und die Zwischenfrequenzen einfach überspringen, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden. So, jetzt müssen wir also diesen anderen Typen da umbringen auf der... Wie heißt denn das? Auf der... Mensch, Baustelle nachher. Da wird er dann ja hinfahren. Und dann genau. Na gut, dann werden wir das mal... Oh shit. Entschuldigung. Nicht erschrecken. Dann werden wir das mal ganz schnell machen. Kann ich ihn nicht jetzt auch schon so ausschalten? Alright, Ivan, let's do this. Nix mit Kontrolle über das Auto behalten hier. Ist doch langweilig. Wir machen ihn ganz lässig und was weiß ich. Ja, das ist ein bisschen schnell, ne? Das habe ich auch gerade gedacht. So, dann müssen wir hier rein. Da unten fährt er. Aber den holen wir uns. Kein Thema. Der wartet doch dann eh auf der Baustelle auf uns. Ist er hier lang? Ja, wir machen noch eine Rolle. Warum nicht? Wir haben noch Zeit. Was? Jetzt sind wir auf einmal ganz schnell da. Was? Nutze die Leiter. Achso. Ja, genau. Das hatten wir ja. Wo ist die Leiter? Da hinten ist die Leiter. So, dann müssen wir da mal hoch. F. Dankeschön. Man, I'm starting to sweat. Shit! You trying to rob my cousin? That's a bomb. They set me up. No. Das ist doch doof hier. I don't like you no more, man. There's nothing in this town. Don't do this for him. So, dann können wir hier hoch. Ich überlege gerade, ob wir ihn einfach mal am Leben lassen, weil wir bringen ja Flat dann eh um. Ist zwar doof, dass ich jetzt schon die Story und so weiter kenne und daher
weiß ich, also daher wissen wir ja, dass er eh nicht überleben wird. Ich glaube, wir probieren das einfach mal aus und gucken, ob sich das irgendwie auf die Story auswirkt. Und wenn ja, dann ist es so, und wenn nicht, dann eben nicht. Komm, den holen wir uns jetzt. So, dann hier noch springen und da noch springen. There ain't nowhere left for you to run. Aber ich weiß ja gar nicht, wie wir ihn jetzt entscheiden über Evans Schicksal. Können wir ihnen denn irgendwie so helfen hier? Irgendwie so mit F oder so. Drücke E, um Evan hochzuhalten. Ja, wir helfen ihm. So. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to live anyway, get away from all these people from back home. Get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're a good man. You're a good man. Thank you. Okay. Tschüssi. So, und Roman wird jetzt, Flat wird jetzt wahrscheinlich denken, dass er tot... Nein, 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 nicht schon wieder, nein. Oh, nicht wie beim letzten Mal. Oh Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, jetzt verlieren wir wieder an Money. Okay. Genau, rufen wir mal Flat an. You won't be seeing your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man, because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! Genau. So, wir hätten gerne mal dein Auto. Denn wir müssen jetzt Roman. Und dann müssen wir mit Roman zu Flat und bla bla bla. Ärgerlich, dass wir das schon mal machen, gemacht haben und das jetzt nochmal machen müssen. Aber das gehört dazu. So ist das. Oh, oh nein, oh. Okay, tschüss. Ich war das nicht. Gibt's jetzt ein Feuerwerk? Ich will jetzt ein Feuerwerk sehen. Oder geht das bei dem GTA gar nicht mehr? Mal gucken. Na? Wird er explodieren? Sieht ja nicht so aus. Na gut, dann halt nicht. Können wir von hier aus zu Roman zu Fuß laufen? Man muss ja nicht immer mit dem Auto fahren. Dann gehen wir einfach mal durch den schönen Park. Genießen die Sonne, wo sie auch immer ist. Und laufen einfach weiter. Dann hier raus. Dann sind wir doch auch schon gleich da, oder? Doch, da unten ist seine Garage. Die sehe ich ja von hier. Hallo, ernsthaft? Ja, was? Du hast mich doch angefahren, ey. Wo will die hin? Naja, ist eine Frau am Steuer, was will man noch erwarten? Also. Nein, Spaß. Auch Frauen können Auto fahren. Zum Beispiel Christina Sucher oder so heißt die. Die ist Rallye-Fahrerin oder sowas. Ja, ja. Also gibt's natürlich mehrere, aber die kenne ich so. Alanen kenne ich nicht. Ja, das kennen wir ja auch schon. Nehmen wir einfach mal Romans Wagen. Tell me you just
blowing off some steam. You're going for a little drive. You're going to leave Vlad alone, right? Yeah, don't yeah. Don't do natürlich. Anything stupid, cousin. Nothing as stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, don't watch. Fat Harry, sweaty back going up and down. I can't so take reden. It. How could she do that? I know you can't. Wait, Nico, you have to think this through. Yeah, natürlich machen wir das. Give it. Get back outside, Roman! I love breaking bonds! So, dann haben wir das. Können wir auch schon. We're both going after him, Roman. I'm coming for you. Gut, dann jagen wir mal Flat hinterher. Na, jetzt kommen uns hier wieder ein Auto ins Spiel. So, ich weiß ja schon, wo wir lang müssen. Deshalb weiß ich auch, dass wir hier einfach abkürzen können. Da fährt er nämlich. So, ganz schön. Jetzt können wir auch mal hier lang fahren. Ah, shit, schon wieder zu weit gedriftet. So, dann sind wir auch gleich schon wieder da. An der Unglücksstelle, nehme ich jetzt mal. Es wird ja ein Unfall sein. So. Das ist es doch schon, oder? Dankeschön. Komme ich hier über den Zaun? Ich hoffe es. Oh, weh, ich komme jetzt hier nicht über den Zaun. Dankeschön. Oh Gott. Jetzt wäre es schneller gewesen, wenn ich einmal rumgefahren wäre. Okay, dann gehe ich halt rum. So. Wenn er es so will. You've killed yourself and your cousin, you fucking yokel. You think you can get away? You've killed yourself and your cousin, Jokel. You are dead. Kannst du auf bestimmte Charaktere ziehen. So. Mikhail Faust is out of me as a bra. Half bitch is a small place. My friends will find you. Ja, du hast keine Freunde, tut mir leid. So. Dankeschön. Das war das. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. So soll es sein. Gut, das können wir auch wieder überspringen. Dann haben wir hier was Tolles mit Roman gemacht. Jetzt müssen wir ihn doch, glaube ich, anrufen. Anrufen. Ladies, this is Roman Berlick. But I guess you already know that. Leave a message. Gut. Dann machen wir das halt erst jetzt. Ein hoch, so anrufen. Dankeschön. Nico, Nico, are you there, cut? Roman, I'm here. Ja, ja. What are you doing? Why wie können wir das nochmal abbrechen? So kann man das abbrechen. So, dann nehmen wir das Auto. Can you get out of the car? Dankeschön. Oh, will der mitfahren? Ich muss aber zahlen, du. Nee, will er anscheinend doch nichts. Na gut, dann fahren wir mal zu Roman, aber da ankommen werden wir es in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.